Herzlich willkommen zum dritten Video der zweiten Woche. Jetzt geht es darum, so eine vage Vision, also etwas, ein sehr langfristiges Ziel, was wir verfolgen können, in kurzfristige Ziele zu zerteilen. Und diese kurzfristigen Ziele, die helfen uns jetzt dabei, dann eine konkrete Planung zu machen. Also langfristige Vision, kurzfristig Ziele. Wie kriegen wir das hin? Wie kann man das machen? Naja, im einfachsten Fall machen Sie einfach ein Brainstorming. Sie nehmen ein großes Whiteboard oder ein Miro-Board oder sowas, verteilen Klebezettel und lassen die Leute einfach mal mögliche Ziele aufschreiben. Vielleicht haben Sie auch durch die ersten Gespräche schon Ziele rausgefunden und können die einfach hinschreiben. Man könnte so also ein paar Haftnotizen vorbereiten oder Sie teilen einfach Haftnotizen aus und die Leute füllen was aus. Jetzt könnte man sagen, unsere Projektvergabeplattform könnte so gestaltet sein, dass sie unseren Projektaufwand für eine Akquisition um 40% senkt. Vielleicht wollen wir, hilft uns das dabei, mehr strategisch wichtige Projekte zu machen. Das sind, also Sie sehen, das sind alles so reale Weltziele, die wir damit erreichen. Also nicht noch so ein Knopf in der Software oder so, sondern etwas, ein Zustand, den wir in der realen Welt beobachten können. Das ist nochmal ein wichtiger Faktor. Strategische Partnerschaften besser pflegen, Zufriedenheit der Studenten um 20% verbessern, Aufwand für die Projektverteilung senken, Übersicht über aktuelle Projekte haben, professionelles Auftreten über Partnern oder Zufriedenheit der Partner um 50% verbessern. Jetzt habe ich schon so ein bisschen das so gebrainstormt, dass man so einen Ansatz hat, um auch die Erreichung der Ziele zu messen. Das kommt aber gleich auf der nächsten Folie nochmal genauer. Vielleicht fragen Sie sich, was die Punkte hier sollen. Man könnte am Ende dieses Brainstormings den Leuten einfach so Klebepunkte in die Hand drücken und ein Dot-Voting machen. Also das heißt, jeder kriegt von mir aus drei Klebepunkte. Also man kann es auch ausrechnen, wie viele Klebepunkte da optimal sind, in Abhängigkeit von der Zahl der wählbaren Optionen und der Zahl der Teilnehmer. Ich würde jetzt einfach mal so drei, vier, fünf Klebepunkte verteilen und jeder Teilnehmer kann dann die Ziele, die ihm am wichtigsten sind oder die er für am wichtigsten hält, einfach mit Klebepunkte bepreisen. Und dann sehen wir hier, das ist hier durchgeführt worden und wir könnten dann unterstellen, dass Aufwand für Projekte um 40% sinken, dass das mit drei Klebepunkten das Wichtigste ist. Und dann haben wir die mit zwei Klebepunkten sind die zweitwichtigsten Ziele. Also so könnte man Ziele brainstormen und die mit Haftnotizen, mit Klebepunkten priorisieren. Wenn Sie Ziele formulieren, sollten die smart sein. Das kennen Sie schon aus vielen, vielen anderen Veranstaltungen oder aus dem Allgemeinwissen. Also ein Ziel muss es spezifisch sein. Also was konkret ist zu erreichen? Oder wie sieht die Welt aus, wenn das Ziel erreicht ist? Also Sie formulieren eigentlich in Futur 2. Also ein Zustand, wo das Ziel erreicht wurde und Sie beschreiben sozusagen aus einer Perspektive der Zukunft und schauen zurück, wie sieht die Welt aus, nachdem das Ziel erreicht worden ist. Messbar, also ich muss klar feststellen können, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht, oder wie weit es erreicht wurde. Also wenn ich schreibe, der Umsatz muss um 40% steigen, beispielsweise, ist das ein klar messbares Ziel. Ich kann den Umsatz vor dem Projekt und nach dem Projekt anschauen und die Steigerung ausrechnen. Akzeptiert heißt, alle Partner, also Auftraggeber und auch das Projektteam sagen, ja, das ist ein Ziel, auf das können wir uns einigen, das wollen wir gerne machen. Realistisch, ja klar, sowas wie Moonshot ist für den amerikanischen Präsidenten machbar. Wenn ich in Rosenheim ausrufe, ich will jetzt, bis die Dekade fertig ist, eine Rosenheimer Rakete auf den Mond schießen, da werden mich alle auslachen. Das wäre ein nicht realistisches Ziel. Oder Weltherrschaft ist auch ein nicht realistisches Ziel. Terminiert heißt, ich brauche einen genauen Zeitpunkt in der Zukunft, wo das Ziel erreicht sein soll, damit ich dahingehend planen kann. Also das sind so die Eigenschaften, die unter der Überschrift Smart laufen, finden Sie eigentlich in jedem Buch über Projektmanagement. Was kann man machen? Also wie gesagt, Sie könnten so eine Kartenabfrage machen, habe ich Ihnen gerade vorgestellt. Wichtig ist dabei, wenn Sie so diese Ziele formulieren, stellen Sie sich das wirklich so vor, Sie sind in einem Zeitpunkt in der Zukunft und das Ziel ist bereits erreicht und Sie formulieren im Futur 2, also quasi abgeschlossene Handlung in der Zukunft. Und Sie überlegen sich, naja, wie kann ich sehen, dass das Ziel erreicht worden ist? Also was ist denn die Wirkung des erreichten Zieles auf die reale Welt in der Zukunft? Sowas wie Umsatz ist gestiegen, ist ja sehr reale Weltanforderung. Oder die Kunden sind glücklicher. Das ist schwierig zu messen, aber man könnte eine Umfrage machen. Aber auch das ist ein Effekt in der realen Welt. Und eine Wirkung, die sozusagen unser Projektziel auf die Umwelt hat. Sie können bei jedem Ziel immer hinterfragen, warum ist das jetzt. Warum überhaupt dieses Ziel? Ist das wichtig? Was passiert, wenn man das Ziel weglässt? Also wenn wir es nicht tun, ist immer eine wichtige Frage. Also alle Sachen, wenn Sie es weglassen und es passiert nichts, dann lassen Sie es bitte weg.
Man könnte auch fragen, was passiert denn, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Also sind wir dann in einem schlimmen Zustand oder ist das eigentlich eher wurscht? Wie kann man feststellen, ob das Ziel erreicht worden ist? Also wie kann ich es messen? Was kann ich anfassen, um festzustellen, dass das Ziel erreicht wurde? Und wichtig natürlich auch, wer profitiert eigentlich davon, wenn das Ziel erreicht worden ist? Also wer hat den Vorteil? Also der Besitzer des Unternehmens vielleicht mehr Umsatz, die Kunden höhere Zufriedenheit. Also das kann ja ein sehr interessantes, umfassendes Wirkgefüge sein. Und vielleicht müssen wir dann auch so große Ziele, die vielleicht dann eben nicht mehr realistisch erreichbar sind in unserer Projektlaufzeit, in kleinere zerteilen, sodass wir nur noch einen Teil der Ziele erreichen wollen im Laufe unseres Projektes. Wichtig ist jetzt diese Messbarkeit. Das ist so ein kritischer Faktor, weil wir es häufig mit scheinbar nicht messbaren Größen zu tun haben. Also nochmal, ein Ziel, das keine Wirkung in der realen Welt hat, brauchen Sie gar nicht erst zu verfolgen. Das ist überflüssig. Also wir verfolgen nur noch Sachen, die messbare Effekte in der realen Welt haben. Und wenn der Effekt nicht da ist, ist es offensichtlich überflüssig. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Und irgendwie muss es eine Verhaltensänderung geben. Was kann man jetzt machen? Sie können versuchen, zum Beispiel zur Zielerreichung eine Metrik zu finden. Sowas wie, ist der Umsatz tatsächlich gestiegen? Oder wenn wir benutzen und ein Websystem machen, ist die Conversion Rate gestiegen oder gefallen. Oder haben wir die, zum Beispiel, wenn Sie was optimieren wollen, haben wir die Transaktionskosten senken können. Also das sind alles Sachen, da können Sie ins System reinschauen oder Ihr Monitoring anschauen und feststellen, ob es erreicht wurde oder nicht. Oder ob, weil Sie einfach Dinge haben, die Sie direkt messen können. Häufig kann man die Sachen vielleicht nicht direkt messen. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht messbar sind. Also so ein ganz berühmter Physiker, der immer so diese scheinbar nicht messbaren Sachen dann auch messbar gemacht hat, war der Enrico Fermi. Kommt hier auch irgendwo auf der Folie noch. Ich mache den mal an. Das ist er. Nobelpreisträger in der Physik. Und der hat die nach ihm benannten Fermi-Fragen gestellt. Beispiel, also ganz, ganz berühmtes Beispiel, was ihm zugeschrieben wird, ist, der hat also mit einer Überschlagsrechnung bestimmt, wie viel Klavierstimme es in Chicago geben kann. Und man kann ein paar Annahmen reinstecken in diese Überschlagsrechnung. Also wie groß ist die Bevölkerung? Wie viel Prozent der Haushalte haben ungefähr ein Klavier? Wie oft muss so ein Klavier typischerweise gestimmt werden pro Jahr? Wie lange braucht dann eine Klavierstimme, um das Klavier zu stimmen ungefähr? Und man kann dann mit so ein paar Annahmen in der Überschlagsrechnung zumindest eine Größenordnung ausrechnen, für die Zahl der Klavierstimmer in Chicago. Und häufig ist es dem Herrn Fermi gelungen, durch eine geschickte Überschlagsrechnung und durch definierte Annahmen dann doch vage Faktoren messbar zu machen. Auch diese Fragen vom Fermi helfen uns auch dabei, Ziele vielleicht sogar zu konkretisieren. Wenn Sie zum Beispiel das Ziel haben, das System soll sicherer werden, können Sie ja die Sicherheit erstmal nicht direkt messen. Wenn Sie aber dann hinterfragen, was genau bedeutet für uns denn Messsicherheit in dem System? Was bedeutet für uns, die IT-Sicherheit ist gestiegen? Also wie definieren wir den Begriff IT-Sicherheit konkret an abgewehrten Angriffen, an nicht erfolgten Denial-of-Service-Attacken oder an abgewehrten Denial-of-Service-Attacken, an nicht rausgefundenen Benutzer-Accounts oder sowas. Also je konkreter Sie darüber nachdenken, desto messbarer machen Sie die Ziele. Und das müssen Sie tun, damit Sie irgendwann feststellen können, ist das Ziel jetzt erreicht oder nicht. Und relevante Ziele, nochmal zur Wiederholung, müssen einen Effekt in der realen Welt haben. Also wenn Sie sagen, das System soll sicherer sein, auch das müssen Sie in der realen Welt feststellen können. Zum Beispiel, indem Sie abgewehrte Angriffe zählen. Und eventuell gibt es das Ziel, ist nicht binär erreicht, also ist erreicht oder nicht erreicht, vielleicht haben wir es graduell erreicht, aber dann gibt es mit Sicherheit auch irgendwie sowas wie einen Schwellwert, den wir überschritten haben müssen. So, jetzt haben wir Ziele vielleicht ein bisschen isoliert betrachtet. Jetzt könnte man sich noch überlegen, wie hängen denn Ziele mit so Dingen zusammen, die wir tun können. Und da gibt es eigentlich eine ganz tolle Technik vom Gojko Atzig, das sogenannte Impact Mapping. Das möchte ich Ihnen hier nochmal kurz zeigen, weil auch das ist eine sehr schöne Technik, die Sie im Team durchführen können, auch wieder mit einer Menge Haftnotizen und einem Whiteboard. Und auch da geht es eigentlich im Grunde darum, um die Sachen, die eigentlich in der agilen Szene sehr stark verbreitet sind, wegzukommen von so, wir wollen Software bauen, hinzukommen zu, wir wollen eigentlich Verhaltensänderungen von Benutzern haben. Also, Herr Atzig macht im Grunde eine große Mindmap. Und das Ziel, was wir erreichen wollen, ist sozusagen der Punkt im Zentrum der Mindmap. Zum Beispiel, wir wollen 20% mehr Projekte machen für Firmen. Und jetzt im nächsten Schritt überlegen wir uns, welche Menschen können uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen? Von wem wollen wir eine Verhaltensänderung haben?
Und da könnte man dann die Personas nehmen, die wir uns überlegt haben. Ne? Also wir haben zum Beispiel die Geschäftsführer von Unternehmen aus dem Rosenheimer Raum. Das könnte so eine Menge von Personen sein, mit denen wir das erreichen könnten. Oder die Studierenden oder die Professoren oder die Hochschulleitung oder Politiker. Also das könnten mögliche Personen sein, die wir in Personas zusammengefasst haben, die uns dabei erreichen können, 20% mehr Projekte zu machen. So, und jetzt überlegen wir uns, welche Verhaltensänderung wollen wir eigentlich von denen? Also was sollen die tun, damit es 20% mehr Projekte pro Jahr gibt? Zum Beispiel sollen die Geschäftspartner mehr Projektvorschläge machen oder in sozialen Medien über unsere Projekte berichten oder positiv mit ihren Spezialisten zusammen über die Kooperation sprechen. Also was sollen die tun? Was ist die Verhaltensänderung? Das ist ja eigentlich das, was wir mit dem System tatsächlich erreichen wollen, von Personas Verhalten ändern. Und erst im letzten Schritt, dann kann man überlegen, naja, welche Features müssen wir reinbauen in das System, welche Deliverables brauchen wir, also muss ja nicht zwingend ein Software-Feature sein, damit diese Verhaltensänderung herbeigeführt wird oder unterstützt wird. Zum Beispiel könnte man erleichtern, dass es mehr Projektvorschläge gibt, indem man einfach eine Liste mit Projektbeispielen darstellt, irgendwo auf die Webseite die juristischen Randbedingungen, den Verträge und was man so hat, zum Download anbietet. Vielleicht eine Vorschlagsverwaltung mit reinbaut, das wäre so das erste Feature, was in der Software stattfinden würde. Was Ihnen diese Impact Map da wirklich helfen, ist, dass Sie so ein bisschen die Zusammenhänge sehen zwischen dem Ziel in der messbaren, in der realen Welt, den Menschen, mit deren Hilfe Sie diese Ziele erreichen wollen und dann, was genau Sie als Verhaltensänderung wollen. Also das heißt, das erleichtert Ihnen sehr stark, diese Ziele in sozusagen Features zu übersetzen. Deswegen ist das eigentlich eine ganz interessante Technik. Jetzt haben wir die sozusagen festgestellt, welche Teilziele wir erreichen wollen. Jetzt werden die nächsten Schritte, sich jetzt anzuschauen, welchen Kontext finden wir eigentlich bei unserem Kunden vor. Das heißt, die nächsten Videos drehen sich darum, noch genauere Festlegung der Randbedingungen, denen wir ausgesetzt sind. Also welche Programmiersprache, welche Hardware haben wir, welches Prozessmodell sollen wir nehmen und so weiter. Welche Stakeholder gibt es, also mit welchen Menschen beim Auftraggeber oder auf dem Planeten müssen wir sprechen, welche Leute müssen wir nach ihrer Meinung fragen und wie ist der Systemkontext, also was ist unser System, das Sie bauen wollen und was sind die Nachbarsysteme, mit denen es kommunizieren soll. Das wäre so die Themen der nächsten drei Videos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.